Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Ja, in der letzten Folge haben wir Leonardo da Vinci aufgesucht, jetzt habe ich es, der uns die versteckte Assassinenklinge repariert hat. Und jetzt sind wir endlich auch bewaffnet und ausgerüstet. Um gegen die bösen Soldaten, die uns jagen, vorzugehen. Ja, in der letzten Folge wurde ja Giovanni Auditore, der Vater von Ezio, ermordet. Und jetzt sind Ezio auf Rache. Aber es muss erstmal warten. Erstmal muss seine Familie in Sicherheit sein. Alles andere ist jetzt im Moment unwichtig. Finde ich jetzt persönlich. Und mal gucken, wo uns jetzt die Reise noch hinführen wird. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal raus aus der Stadt. Aber das wird sich, glaube ich, nicht so einfach herausstellen wie... Oh, das ist mir letzte Folge auch schon passiert. Nun, es ist eine elegante Art der Fortbewegung. Bitte verschont mich, Herr. Oh nein. Ach, ich wollte doch nicht springen. Ich wollte hier die Mauer hoch. Genau. Komm schon. Wunderbar. Und hoch hier. Da! Ihm nach! Und tot. Die Klinge funktioniert reibungslos. Hallo? Ich wollte hier hoch. Dankeschön. So, zurück zu unserem nächsten Ziel, würde ich sagen. Hallo? Ich wollte hier hoch. Dankeschön. Noch ein bisschen hakelig, die Steuerung, aber ich glaube, man gewöhnt sich dran. Oder hoffe ich zumindest. Und raus hier. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall mal wieder in das Kortisanhaus zurück. Zu Paola und Maria und Claudia. Er ist hier. Halt! Ja, klar. Anonym werden. Alles klar. Ja, na los da. Lass mich los. Und weg mit dir. Und schnell rein. Bevor uns noch eine Wache entdeckt. Ihr wart ja ganz schön lange fort. Leonardo redet gerne. Das stimmt wohl. Aber sicher habt ihr nicht nur geredet. Ich gab euch die Fertigkeit. Leonardo gab euch die Klinge. Nun fehlt nur noch die Tat. Wo kann ich Uberto finden? Mein Mädchen nach ist er heute bei der Enthüllung von Verrocchios neuestem Werk anwesend. Sie findet im Kloster Santa Croce statt. Achtet so lange für mich auf meine Mutter und Schwester. Natürlich, Ezio. Als wären sie meine Familie. Wunderbar. Richter, Geschworener und Henker. Eine Kunstausstellung in der Santa Croce besuchen, Uberto finden und Rache nehmen. Da bin ich doch im Moment voll für. Datenbankzugang, was ist das denn jetzt eigentlich? Vertrauter Freund der Auditore-Familie. Den Geschichtsbüchern nach war er ein Heiliger. Er verfolgte Mörder, Vergewaltiger und andere Schwerkriminelle. Als einer der besten Anwälte Italiens gewann er jeden Prozess. Und das, obwohl er ein Autodidakt war. Ich bin in den Datenbankserver der Templer gekommen und habe nach einer Art rauchendem Kult gesucht. Und gefunden. Anscheinend wurde Ubertos Familie von der Medici-Bank ruiniert. Seitdem gelüstete es Uberto nach Rache. Und die Templer versprachen ihm Unterstützung. Ezios Vater war im Weg. Und Uberto war eifersüchtig auf seinen Einfluss auf die florentinische Regierung. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Es scheint, als hätte Uberto seine Wahl zur Signoria als Gelegenheit genutzt, um zuzuschlagen. Ach du Scheiße. Was für ein korruptes Arsch. Er hat es auf jeden Fall verdient zu sterben. Träum ich das alles nur? Den Mann hab ich. Okay, der ist tot. Der ist auch tot. Ich bin schön. Ich kann nicht sterben, ich bin schön. Alles klar. Das ist das Kommentar, was ich unbedingt hören wollte.
Okay, schnell nach oben. Bevor die Wachen kommen. Okay, hier sind überall Wachen. Hoffentlich entdecken die uns nicht. So, das Ziel ist nur noch 50 Meter voraus. Da ist auch die Kirche. Alles klar, dann wissen wir auf jeden Fall, wo wir hin müssen. Wenn das jetzt auch so einfach ist, hier rüber zu springen. So. Wie kommen wir denn da jetzt am besten rein? Ah, okay, wir müssen dahin. Das muss doch bestimmt wehgetan haben, oder? Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ach du Scheiße, sind das viele Wachen. Das schon wieder? Ihr habt eure Grenzen überschritten, Uberto. Wie könnt ihr von Grenzen sprechen? Ihr, der ihr euch selbst zu Lorenzo de' Medici, Prinz von Florenz, ernannt habt. Das habe ich nicht getan. Natürlich nicht. Immer ohne Schuld. Wie praktisch. Wenigstens sehen wir, wie weit eure Macht reicht. Offensichtlich gar nicht so weit. Eine wertvolle Lehre für mich und meine Verbündeten. Ja, eure Verbündeten, die Pazzi. Dreht es sich darum? Achtet auf eure Worte, Lorenzo. Ihr könntet die falsche Aufmerksamkeit erregen. Umberto unbemerkt folgen. Ja, wir müssen da jetzt erstmal rein. So, was haben wir von den Kortisanen gelernt? Buongiorno. Genau hier abbiegen. Zu viele Wachen. So, wie gehe ich jetzt am besten vor? Das sind echt zu viele Wachen. Okay, das ist die alternative Ansicht. Auf jeden Fall haben wir da einen schönen Überblick. Kommt, Freunde. Wöchentlicher Aderlass ist Teil eines gesunden und balancierten Lebens. Ah, okay, da müssen wir also hin. Okay. Wie kommen wir denn da jetzt am besten rein? Das hat doch gut geklappt. Guten Abend, Gonfaloniere. Den wünsche ich euch. Ich hoffe, dass ihr euch gut amüsiert. Allerdings, eine schöne Ablenkung von der üblen Sache mit der Familie Auditore. Man bedenkt, dass ich Giovanni einst als Bruder sah. Gebt euch keine Schuld. Du! So. Du hättest dasselbe getan. Um zu retten, was du liebst. Ja, hätte ich. Und habe ich. Die Auditore sind nicht tot! Ich bin da! Ich! Ezio! Ezio Auditore! Und weg hier. Assassino! Assassino, also sind wir auch schon bekannt. Beziehungsweise die Assassinen sind bekannt. Anonym werden, das ist ja nicht so einfach. Ach, da oben ist ja auch noch eine Wache. Scheibenkleister. Ach, Kacke. Alles klar, ich komme hier nicht mehr raus aus der Ecke. Okay, schnell weg hier. Schnell hier hoch.
Ha, dieses Gesicht wird mir aufgespießt gut gefallen. Ja, das glaube ich. Wo ist der? Da, los! Ja, schnell weg hier. Wo? Oh Mann, oder auch nicht. Okay. Komm schnell, 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 schnell. Okay. Buongiorno. Schnell hinsetzen und anonym werden. Ich glaube, das kriegen wir dann sonst ganz gut hin. Oh, geschafft. Wunderbar. So, auf zum nächsten Ziel. So. Also in die Richtung müssen wir dann also. Alles klar. Wir werden gesucht. Ich glaube, wir gehen wieder über die Dächer. Wir haben ein ehrliches Geschäft. Hier gibt es keine aufgeblasen. So, 90 Meter in die Richtung. Keine Wachen in Sicht. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Okay, wie machen wir das jetzt hier am besten? Oh, das ist eine Tour, die möchte ich haben. Und wie kommen wir denn da rüber? Ah, darum, okay. Kleiner Umweg schadet ja nicht. Ich möchte die Truhe haben. So. Da habe ich ja doch meinen Willen bekommen. Die Truhe gekriegt. Oh, 155 Florenza. Das ist doch schon mal eine gute Sache. Die nehme ich doch gerne. So, jetzt hier fallen lassen einfach. Und um Boden. Ich werde Florenz wohl besser verlassen. Wohin wollt ihr gehen? Mein Onkel Mario hat eine Villa nahe Monteriggioni. Ihr werdet noch immer gesucht, Ezio. Was würdet ihr mir dann raten? Ich habe im ganzen Bezirk Steckbriefe gesehen. Reißt sie ab und die Stadt wird euer Gesicht vergessen. Ohne Zweifel werden auch Herolde die Menge aufwiegeln. Bestecht sie, damit sie andere Dinge verkünden. Oder ihr könntet die jagen, die falsch gegen euch aussagten. Sie tauschten Ehre gegen bare Münze. Ihr Verlust wurde nicht betrauert. Erledigt einige dieser Sachen und ihr könnt die Stadt verlassen. Dann werden wir dies tun. Bedeckt halten. Bekannt als Grad durch das Abreißen von Steckbriefen, die Bestechen von Herolden oder die Ermordung korrupter Beamter verringern. Dann machen wir das mal. Ich habe eine Routine eingebaut, die deinen Bekanntheitsgrad misst. Diese Anzeige zeigt dir, ob du berühmt-berüchtigt bist oder inkognito. Das zeigt dir, wie vorsichtig du sein musst. Außerdem kannst du sehen, ob dein Bekanntheitsgrad Teil von Ezios Erinnerungen ist oder nicht. Salve. Zum Beispiel. Aber das ist gut zu wissen, auf jeden Fall. Was ist denn hier oben? Ist das ein Steckbrief? Was macht dein Steckbrief hier oben? Hier oben sieht doch sowieso keiner, oder? Alles klar. Gehen wir wieder zurück. Wer auch immer da in dieser Höhe einen Steckbrief anbringt. So. Und wieder rein.
Willkommen zurück, Ezio. Wart ihr erfolgreich? Ja. Mutter? Ezio, wo warst du nur? Sie wollten uns nicht gehen lassen. Und Mutter, ach, sie hat kein Wort gesprochen, seit wir das Haus verließen. Vater wird einiges klären müssen. Wo ist Vater? Und Federico? Und Petruccio? Hä? Es ist was passiert. Was meinst du? Nein, unmöglich. Claudia. No, 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 no. Ich tat alles, was ich konnte, Piccina. Hör zu, jetzt ist nur wichtig, dass wir uns in Sicherheit bringen. Aber dafür musst du dich zusammenreißen. Verstehst du? Gut. Passt du für mich auf Mutter auf? Dann sind wir bereit. Nochmals danke für alles. Passt auf, Ezio. Bleibt wachsam. Ich glaube, euer Weg wird ein langer sein. Das glaube ich auch. Arrivederci. Maria und Claudia aus Florenz bis zur Villa Auditore in Montenegro eskortieren. Dann machen wir das. Seguimi. Okay. Wenn wir mal ganz vorsichtig gucken. Ach Gott, nehmen wir nicht auf die Nerven. Und rennst und läufst und fliehst du nicht, so ist nichts zu sehen. Wir sind ja zum Glück anonym. So lacht und tanzt und singt. Der Schatten ist sein Element. Mit Nerven stark wie Tau. Da ist schon wieder einer. Betrachtet unseren Auserwählten. Zum Glück sind wir anonym. In unserer Stadt. Und wer ihm in die Quere kommt, alles klar. Und zwar sagt sie: Kommt ihr Leute, tretet vor. Unser Kämpfer. Ich komm hier nicht vorbei. So, schnell weg hier. Okay, unser Bekanntheitsgrad ist ein bisschen rot geworden. Das heißt, wir sind vielleicht ein bisschen gesucht. Müssen wir aufpassen, wie wir das jetzt hier regeln. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin, da bin ich mir sicher. Okay, wir müssen nach da hinten. Hier kommt der kühne Edelmann. So, dir klaus auch dein Geld und tschüss. Was habe ich getan? Benutzen Sie L2. Gut, los. Und raus hier. Wunderbar, wir haben es aus Florenz rausgeschafft. Jetzt würde ich sagen, suchen wir uns ein Pferd und dann ab. Folgt mir nach. Wie konnte uns das nur passieren? Ich weiß nicht. Ich kann es mir auch nicht erklären. Aber vielleicht werden die Geheimnisse ja noch eines Tages enthüllt. Ich weiß nicht. So, laufen wir mal ein bisschen. Wir sind auf jeden Fall in der richtigen Richtung unterwegs. Was passiert mit unserem Haus? Ich weiß nicht. Wurden Sie... Hatten Sie ein anständiges Begräbnis? Ja, hatten Sie. Wenigstens etwas. Arrivederci.
Oh, Sequenz 2 beendet. Das ging ja relativ zügig. Wie man hier noch ein paar Aktionen machen kann, finde ich ziemlich witzig.